Tindo Berg, meine Freunde, was geht ab? Wartet mal, erstmal bevor wir hier loslegen. Bevor wir hier Bayern machen. Das läuft hier gar nichts. So. Tindo Berg, meine Freunde, was geht ab? Ja, das ist das erste Mal, dass ich im Jahre 2020 FIFA 21 starte. Und ich hab Bock. Habt ihr Bock? Ich hab richtig Bock auf FIFA 21. Starten wir direkt rein hier. Deutsch, natürlich Deutsch. Ne? Oh. Nostalgie pur. Abfahrt. Ich hab so Bock. Ich hab auch per Web-App, also Dings, Food-Web-App, schon ein Starter-Team aufgebaut. Und wir werden direkt ins Game rein starten. Direkt. Direkt Food. Nee, gar nichts los. Wahrscheinlich werden mich Leute dafür jetzt auch vielleicht hassen oder ein Dislike geben. Zum Beispiel der Levo, Grüße gehen raus an dich. Real Madrid, Digga. Einfach nur Real Madrid. Real Madrid! Das ist bis jetzt mein Starterteam. Damit werde ich reingehen. Ja, wollen wir rein oder was? Wollen wir rein oder was? Ja, ist ja gut. Wollen wir rein oder was? Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel. Der denn? Erstmal hier englische Härte, was will der denn? Englische Härte, muss man direkt zeigen, wer hier wach auf dem Platz ist und wer nicht. Digga, ey, wechsel doch! Er wechselt nicht! Was war das für ein Bug? Zack, erster Ballbesitz, Männer. Zack, ersten Haken, Junge, bam bam. Zack, L1X, Laufpass direkt, zack, Rashica ist schnell. Der schickt Bailly in die Mitte, macht einen Haken, nein! Oh, erste Aktion. Zack, Ecke. Boom! Erstes Tor, Digga. Erstes Tor. Erik Cantona. Merkt ihr? Deswegen haben wir den jungen Mann eingewechselt. Deswegen ist das eine Ikone, Alter. Erster Ballkontakt. Boom! Du, Digga. 1-0. Erstes Spiel 1-0. 1-0, Männer. Ja, ja, Mann. Cantona, das ist mein Mann für die Ecken. Merkt euch das. Cantona! Oh. Er war da. Bisschen hinten rum jetzt, entspannt. Zack. Ah, Druckpass gibt's auch noch, hab ich vergessen. Trent Alexander Arnold. Trent. Cantona! Cantona, Digga. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. 2-0. 2-0, Baby. Also, ich muss sagen, okay, ich kenne noch die neuen Skills nicht, aber irgendwie fühlt sich FIFA 21 genauso an wie FIFA 20. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, das liegt daran, weil ich lange kein FIFA mehr gespielt habe. Ich habe echt eine lange Pause hinter mir. Aber dieses Jahr dachte ich mir, wieder Bock. Oh, oh, was habe ich mit dem gemacht? Der war off, Alter, der war off. Zack, jetzt ist die Seite, ja. Das sieht gut aus. Bam. Bam. Oh. Sieht das nach Fußball aus? Kann ich FIFA? Wer hätte gedacht, dass ich FIFA spiele? Also, wer hätte gedacht, dass ich FIFA spielen kann? Fragen wir mal besser so. Und deswegen steht er im Abseits. Da gelöst. Jetzt durchlassen. Ja. Er ist durch, Digga. Bailly ist durch. Bailly. Übersteiger nach links. Zack. In die Mitte, bam. Ja, 3-0. Das war Weltklasse. Weltklasse war das, Mann. 3-0, Cantona Hattrick. Lupenreiner Hattrick in der ersten Halbzeit. Reingeschallert ihm drei Dinger. Der weiß gar nicht, was abgeht. Wahrscheinlich auch sein erstes Spiel im FIFA. Der weiß gar nicht, was abgeht. Er dachte sich so, der eklige spielt erstes Spiel Ikone. Und ich dachte mir, Junge, da muss reingefetzt werden, erstes Spiel. Jetzt ein langer Hafer. Geiles Ding. Bellarabi erstmal im Einsatz. Macht einen Berberspin in der Mitte. Macht einen Übersteiger. Oh, den habe ich auseinandergenommen. Ich habe ihn auseinandergenommen. 4-0. Hätte ich so eine Packung im ersten Spiel bekommen, ich würde rausgehen. Junge, ich habe ihn so auseinandergenommen. Und Baby, die Aufnahme ist wild. Digga, mit. Wisst doch, guck mal. So mit R1. Guck, das ist mein Controller hier, ne? R1 und dann so zurückgezogen hat er doch so zurückgezogen halt. Und jetzt muss er dann. Weisheiten mit Whist, Digga. Das ist einfach eine Hassliebe, sage ich jetzt schon von Anfang an. Ich kann nicht sagen, dass das Spiel geil ist oder nicht.
Es ist einfach so wie immer, jedes Jahr neues FIFA, neue Wechsel, das ist halt eigentlich mit das Wichtigste, finde ich. Und jetzt gehe ich erstmal in die Einstellung gleich und guck mal, was es so Neues gibt. Ja, Mann. Bis zum nächsten Mal, Freunde der Sonne.